einst der rüstigste von allen Freiern. Man war sein Leben lang nur Knecht bei diesem zwiegespaltenen Geschlecht und musste dir jetzt auch die Lunge aus dem Leibe spucken, gerade wie ein Wurm, den man getreten hat, sich in die finsteren Löcher ducken. Obwohl sich das Gewisse unterm Feigenblatt in Wollust immer noch bewegt und sich nur widerwillig lebt. Es muss in dieser Winterzeit sich alles bewegen. Klammern sich die Beine noch so sehr an jenes letzte Blatt. Die Wirbelwinde fegen, die Bäume von der Wurzel bis zum Wipfel leer. Waren Colin Cailleux, de Coquillard und Guy Tabaret. 500 Goldkronen. 500 Goldkronen fielen uns in die Hände. Die Beute wurde geteilt, dem zappeligen Tabaret den Haufen mit dabei übers Ohr. Er bekam einfach nur 12 Kronen. Er läuft zu blöd, das überhaupt zu merken. Am Abend des nächsten Tages gab es ein riesiges Fest! Ja, mit geborgtem Silber und venezianischen Gläsern. Wie bei den Fürsten bog sich die Tafel. Boah, die Last der Delikatessen. Ja, es war einfach wahnsinnig. Und binnen einer Woche war der ganze schöne Reichtum und das ganze schöne Geld verjubelt und verprasst. Oh yeah. Das Jahr 1457, das gerade begann, warf sein kaltes Licht voraus.
Ich flüchtete wieder aus Paris, von Ort zu Ort hetzte ich. Die Angst sollte ich nie wieder in meinem Leben verlieren.